Grüße gehen raus an meinen Kollegen Sibbers, der weiß das. Wieso machen wir das? Damit ihr Bier trinken könnt. Puh, Alter. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, Freunde. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich stehe hier auf einem unserer Schläge und das hier ist tatsächlich, glaube ich, der trockenste Schlag. Na, mit einer der trockensten Schläge. Boden ist hier nicht ganz so pralle. Das ist, das ist so eine Art Schiefer. Und ich merke es immer wieder. Das Ding ist einfach, beim Flügen siehst du das ganz genau. Der Boden, der bricht förmlich auseinander hinter dir beim Flügen. Und das ist, ja. Also, der bricht so auseinander wie Schiefer einfach. Und dementsprechend sieht man hier auch relativ viele Steine. Ich denke, ihr könnt das sehen. Und der Boden ist halt auch sehr, sehr fein obendrauf. Also auch relativ sandig jetzt so. Sandig nie, aber halt fein. Sehr, sehr fein. Auch durch den Schiefer. Und das Problem ist, wir sehen hier jetzt oder haben hier gesät Luzerne, weil auf diesem Standort kannst du eigentlich nichts anderes machen als Raps, Roggen und Luzerne. Die drei Sachen, weil die sind halt relativ hitze- oder nicht hitzebeständig, trockenresistent. Das ist das Wort, wonach ich gesucht habe. Die sind relativ trockenresistent, weil die Luzerne und der Raps, die Wurzeln relativ tief. Und der Roggen auch, und die sind halt dementsprechend ein bisschen resistenter bei trockenen Böden. Und deshalb eigentlich optimal für diesen Standort. Wir haben noch einen zweiten Standort, da sieht es ähnlich aus. Und ja, da muss man dann immer ein bisschen taktieren, was sät man da hin. Wie gesagt, hier haben wir in dem Fall jetzt Luzerne gesät. Und ich bin gerade am Walzen. Ich bin gerade am Walzen. Und die von euch, die meine Streams schauen, wissen ganz genau, so eine Walze ist einfach ein geiles Gerät, mit dem man einfach unwahrscheinlich viel machen kann und auch ackerbaulich in der Landwirtschaft sehr, sehr viel retten kann, ne? Weil das Ding ist das, ich erfülle jetzt mit dem Walzen hier auf diesem Boden gleich mehrere Zwecke. Zweck 1 ist, ich drücke die Steine zurück in den Boden, weil wenn ich die Luzerne ernten will, will ich ja nachher Futter ernten. Ich will da Silage von machen. Und um die zu ernten, muss ich natürlich mit meiner Ballenpresse drüber fahren. Ich muss mit meinem Wender, mit meinem Schwader drüber fahren. Und da ist nämlich das Problem. Ich habe durch diese Steine, die hole ich mir dann in das Futter. Kann die Maschinen beschädigen und, und. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das will ich nicht. Deshalb fahre ich mit der Walze drüber und drücke die Steine zurück in den Boden. Punkt 1. Punkt 2. Dadurch, dass der Boden jetzt so fein ist, ihr könnt das hier sehen, das ist ein sehr, sehr feiner Boden, kaum Kluten, größere drinne, das sind alles Steinchen und wie gesagt, sehr, sehr feiner Boden, sehr, sehr feine Erde und da ist der Bodenschluss von den Körnern natürlich auch sehr, sehr schlecht. Also sie sind natürlich gut bedeckt, aber um da einfach den Bodenschluss richtig herzustellen von den Körnern zum Boden, damit die nachher auch alle keimen, damit die gut aufgehen, muss ich auch walzen und ich drücke dadurch den Boden in die Körner ein bisschen an. Zweiter Effekt, den ich damit erziele, ich verbessere den Bodenschluss und verbessere einfach den gleichmäßigen Feldaufgang. Und ich habe noch einen dritten positiven Effekt. Ich habe ja gesagt, das ist ein sehr, sehr trockener Standort hier und wenn ich jetzt mit der Walze den Boden verdichte, kann ich Wasser schonen. Weil je feiner und je offenporiger der Boden ist, umso schneller trocknet Wasser, was hier im Boden drin ist, aus. Deshalb walze ich das Ganze an, ich drücke das Ganze platt, ich verdichte den Boden ein wenig und spare dadurch Wasser letztendlich. Weil mir der Boden dann das Wasser besser halten kann. Ich verbessere die Wasserhaltefähigkeit von dem Boden. Also auf jeden Fall drei sehr, sehr gute und wichtige Nutzen, die ich hier durch das Walzen habe, die ich hier auf diesem Acker auf jeden Fall auch brauche. Unser Gerät zum Walzen ist natürlich nicht ganz so optimal. Also Vorteil ist, mein Ford ist relativ leicht, 3,5 Tonnen ungefähr.
ist ein sehr, sehr leichter Schlepper. Wenn du so einen modernen Schlepper nimmst in der 80 PS Klasse, bist du schon mal bei 4, 5 Tonnen heutzutage. Hier sind wir noch bei 3,5 Tonnen. Sehr, sehr leichter Schlepper, ist auf jeden Fall von Vorteil. Aber ich würde mir hier wünschen, noch breitere Reifen. Am besten Grüße gehen raus an meinen Kollegen Sippers, der weiß das. Schöne Terra-Reifen hier drauf. Müssen nicht unbedingt Terra-Reifen sein, aber 540er oder 600er Reifen hinten drauf. Wär schon schön. Und die Walze ist jetzt nur eine 2,50 Meter Walze. Die ist knapp minimal breiter wie der Schlepper. Und das macht es mir natürlich wieder schwierig, weil ich muss jetzt halt immer, ich hoffe, man kann das sehen, ich muss immer Spur an Spur fahren. Das heißt, überall, wo ich den mit dem Schlepper fahre, erzeuge ich mir zusätzliche Verdichtung. Und die will ich letztendlich auch nicht haben, diese zusätzliche Verdichtung. Deshalb wäre es hier wünschenswert, eine große Walze zu haben, 7,50 Meter, 9 Meter. Zusammengeklappt hinterm Schlepper, das wäre optimal, weil dann fahre ich mir keine zusätzliche Verdichtung mit dem Schlepper rein, sondern kann schön breit arbeiten und habe nur minimale Fahrspuren drin. So viel dazu, haben wir das schon mal abgeklärt. Das sind die positiven Effekte vom Walzen. Ich mache mal weiter, wie gesagt, Hälfte habe ich schon gepackt und dann bin ich auch gleich schon wieder durch. Ich fahre weiter, stelle euch mal ein bisschen beiseite und zeige euch noch mal ein paar Bilder vom Walzen. Ich bin jetzt fertig und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Sieht ganz gut aus soweit. Und ja, für die, die es jetzt interessiert, ich bin so gefahren zwischen 8 und 10 km/h. Genau kann ich es nicht sagen, habe ja keine Kilometeranzeige an meinem Ford. Ich muss es immer so ein bisschen schätzen und mich so ein bisschen nach der Geschwindigkeitstabelle richten. Bin natürlich mit ganz wenig Umdrehungen gefahren, 1000 Motorumdrehungen, da ist das Ganze am spritsparendsten. Sechster Gang, schnell. Laut Tabelle fängt da ungefähr zwischen 8 und 9 fängt die Geschwindigkeit an. Wie gesagt, bin mit 1000 Umdrehungen gefahren. Irgendwo so um die 9 km/h schätze ich. Halt so, dass die Walze hinten gut arbeiten konnte und so, dass ich auch Zeit lassen konnte, halt zu arbeiten und alles anzudrücken. Wenn man da zu schnell fährt mit der Walze, ist zum Anwalzen nicht so gut. Nachher, wenn ich im Getreide fahren will, das zum Bestocken anregen, was ich mit der Walze ja auch machen kann, da ist es besser, ein bisschen schneller zu fahren, eher Richtung 10-12 km/h. Aber ich denke, hier zum Anwalzen so 8-9 km/h ist eigentlich optimal, um da halt auch diese Verdichtung in den Boden zu kriegen, damit das funktioniert. Ja, jetzt müssen wir nur auf Regen warten, dass das Ganze aufgeht. Wir schauen uns gerade nochmal das Ergebnis an. Also hier könnt ihr es sehen, da und da ist eine Schlipperspur, hier in der Mitte bin ich nur mit der Walze gewesen. Und hier kann man das ganz gut sehen, dieses Arbeitsbild von der Cambridge-Walze. Ich habe hier einmal diese Sternringe oder diese festen Ringe, die das hier, diese Rillen verursachen oder bewirken, wo hier angedrückt wird. Und in der Mitte habe ich diese Sterne, die tun das Ganze hier nochmal andrücken. Und ich habe eigentlich so ein ganz gutes, festes Bild. Ich habe den Boden wirklich nochmal verdichtet im Nachhinein. Und sieht sehr gut aus. Ich bin zufrieden auf jeden Fall. Das heißt, ich fahre jetzt nach Hause, hänge die Walze ab. Dann wollen wir die Rundballen, die Strohballen von der Wiese runterholen. Und dass die Wiese wieder komplett frei ist. Den Grupper muss ich noch wegfahren. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt, stand jetzt wirklich mit Bodenbearbeitung, Aussaat komplett durch. Wir können gleich noch mal gerne rüberfahren zur Sommergerste. Da mal schauen, da waren die Wildschweine schon drin. Wir haben die gesehen, die hat auch schon gekeimt.
Die hatte ich beim letzten Mal angewalzt. Bei Insta hatte ich ein Bild gepostet in der Story, wo ich die Steine gesammelt habe. Wie gesagt, das ist der andere Trocknerstandort. Da haben wir jetzt Sommergerste. Hat auch den Grund, wir wollen gerne Braugerste machen. Braugerste darf nicht so viel Eiweiß kriegen. Und wenn da halt viel im Boden, viele Nährstoffe im Boden sind, wenn ich einen guten Boden habe, dann kann das passieren, dass der dann kriegt zu viel Stickstoff und dann werden die Körner zu dick. Und dadurch kriegen sie zu viel Eiweiß. Und das ist bei der Sommergerste nicht gewollt. Sommergerste, beziehungsweise bei der Braugerste, zum Brauen muss sie wenig Eiweiß haben. Und deshalb ist da so ein trockener Standort, eignet sich auch ganz gut dafür mit einem schlechten Boden. Da brauche ich, schmeiße ich noch ein bisschen Minimalsmenge Dünger bei, dass es überhaupt wächst. Und dann nachher zur Ehre hin brauche ich gar nichts mehr düngen. Der Rest kommt dann von alleine. Hat die letzten Jahre immer sehr, sehr gut funktioniert bei uns mit dieser Taktik, halt auf die trockenen Standorte, auf die schlechteren Standorte Sommergerste zu sehen. Wir haben eigentlich jedes Jahr Braugerste gehabt, von daher passt. Und wieso machen wir das? Damit ihr Bier trinken könnt. Zurück in der Homebase. Kamera-Equipment ist eben gerade noch der Rest gekommen, den ich bestellt hatte. Das heißt, jetzt ist mein neues Kamera-Equipment komplett und bin ganz zufrieden damit. Jetzt müssen wir gucken. Hier haben wir ja noch Strohballen sitzen. Die müssen jetzt hier weg, weil diese muss natürlich wieder frei. Gerade wenn wir das Silo wickeln wollen, brauchen wir auch den Platz. Und das geht ja alles bald los. Also die Ballen weg. Ich reiße jetzt erstmal die Plane runter und dann fahren wir Ballen wegsetzen, die in unseren Anbau neben der Halle. Dann ist die Wiese wieder frei, dann kann es rund gehen. Plane runter, Ballen fahren, Feuer frei. Jo, kurz vor Feierabend und die Ballen sind alle umgesetzt. Ihr seht, der Haufen ist weg. Wir haben auch die Wiese noch ein bisschen freigeräumt, weil hier unten soll ja jetzt wachsen. Deshalb, ich habe die Wagen jetzt gerade eben hier hochgefahren. Ich hoffe, man kann das sehen gegen die Sonne. Hier saßen ja früher die Siloballen. Da sind wir mit der Seemaschine mal drüber gefahren, mit der Kreiselecke, ohne was zu sehen, einfach blind, um den Boden hier wieder auszugleichen. Das gleiche werden wir wahrscheinlich hier, wo die Ballen saßen, auch machen müssen. Ich habe die Ballen, das Stroh, was Mäuse und sowas rausgeholt haben, habe ich einfach weggemacht. Und ja, sollte gut sein. Da liegen die ganzen Paletten, da muss ich mir auch noch mal was überlegen. Die müssen natürlich auch noch irgendwo hin. Ja, aber es gibt so viele Baustellen und so viele Ecken noch hier auf dem Hof, die ich aufräumen muss. Wenn ich die eine Ecke aufgeräumt habe, dann hätte ich wahrscheinlich auch einen Platz, wo ich die Paletten hin tun kann. Aber ja, dazu muss ich auch erstmal aufgeräumt haben. Ja, wir fahren jetzt nochmal, machen nochmal eine kleine Ackerkontrollfahrt, weil den Platz von den Wildschweinen bei der Sommergerste habe ich noch nicht gesehen. Das will ich mir gerne mal anschauen. Und dann gucken wir generell mal so rum. Können wir auch beim Raps nochmal gucken. Ja, ich mache mich auf den Weg, wir sehen uns gleich. Was soll ich sagen? Also, das habe ich so auch noch nicht gesehen, Freunde. Halleluja! Und ich, ganz ehrlich, gut, ich meine, das ist ein Stück in der Nähe vom Wald. Ja? Da hinten ist gleich der Wald. Da muss man auch immer damit rechnen, dass halt mal die Viecher kommen und bedienen sich mal. Aber. Und das Interessante ist, ich hätte jetzt geglaubt, dass hinten am Wald, dass es da am schlimmsten ist. Aber im Gegenteil, hier vorne zum Dorf zu, ist es viel, viel schlimmer. Ihr könnt das sehen, die haben hier jede einzelne Saatreihe durchgepflügt. Die haben jede einzelne Saatreihe durchgewühlt. Auf der Suche nach den Körnern. Also, das ist echt Wahnsinn. Wie gesagt, Schaut euch das an, egal wie weit ich gehe, jede einzelne Saatreihe. Alles. Hier überall sind die Schäden. Von da oben angefangen. Da fängt es an, ungefähr da. Auf der Höhe. Hier runter zu, runter, 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 runter. Hier immer weiter. Die haben die komplette Furche. Das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Sauerei. Das ist... Boah. Und das setzt sich hier auf dem ganzen Stück bis hier hinten hin. Das setzt auf die komplette untere Reihe. Alles hier. Überall. Unglaublich. Ja, müssen wir jetzt gucken, wie sich der Bestand entwickelt und ob sich irgendwelche Lücken auftun. Ändern können wir es jetzt eh nicht mehr, also ist rum. Es ist manchmal echt zum Heulen, meine Freunde, es ist zum Heulen.
Naja, weiter gucken, was die anderen Äcker machen. Wir haben hinten noch einen anderen Acker, ein kleines Stück. Das ist auch Sommergerste. Vater sagt, es sieht eigentlich genauso aus. Ja, gucke ich mir nochmal an und dann fahren wir nochmal weiter bei den anderen Äcker. Das ist im Moment ist irgendwo so ein bisschen der Wurm drin, weil Wetter passt wieder nicht. Wir brauchen dringend Regen. Es ist, ja. Angekommen bei unserem Raps. Und ihr könnt sehen, der will bald blühen. Ein paar Blüten haben sich schon geöffnet. Und ja, er kommt so langsam, er kommt so langsam. Die meisten haben hier noch die geschlossenen. Aber es kommt so langsam, es kommt. So ein paar gelbe Blüten kann man schon entdecken. Und ja, das heißt, jetzt wird es richtig, richtig Frühling. Jetzt geht es richtig vorwärts. Die Temperaturen sind geil. Wir warten eigentlich nur noch auf Regen, ne? Und der wäre hier dringend angebracht. Hier liegt schon noch Dünger auf dem Acker, der halt auch nicht sich nicht auflösen kann komplett, ne? Ihr könnt das sehen hier auf dem Boden. Da diese weißen Krümel überall, das ist alles Dünger, der sich leider nur vorsichtig minimal durch diese Morgenfeuchtigkeit, durch diesen Morgentau auflöst. Aber er löst sich halt durch den Regen nicht komplett auf und kann dadurch auch nicht richtig in den Boden kommen. Da, wo er eigentlich hin soll, zu den Pflanzen, zu den Wurzeln. Ja, können wir nicht ändern. Wir warten jeden Tag auf Regen. Jetzt hatten sie Regen gemeldet, den haben sie dann wieder abgesagt. Dann hatten sie Regen gemeldet, haben sie auch wieder abgesagt. Also mit Regen sieht es momentan schwierig aus. Wir bräuchten aber dringend Regen, weil ich glaube, wenn es jetzt einmal richtig ordentlich einen schönen Frühjahrsregen, Freunde, dann geht es in der Natur richtig rund. Apropos Natur, der Raps ist kurz vorm Blühen. Viele andere Sachen sind schon am Blühen. Und das Ganze würde natürlich viel, viel besser werden, wenn jetzt endlich mal Sonne da wäre. Sonne, Regen. Regen und Sonne, logischerweise. Wir brauchen beides. Man muss auch immer abschließend machen, Landwirtschaft lässt sich leider halt nicht 100% genau planen. Das ist keine an sich, ja, theoretisch ist es schon eine Wissenschaft, aber ja, es ist halt nichts, was man planen kann. Das Wetter ist jedes Jahr anders. Die Sonne ist jedes Jahr anders, das Getreide geht anders auf, der Boden ist jedes Jahr anders. Ich habe jedes Jahr andere Mikroorganismen. Ja, eigentlich nicht. Also ich habe schon immer die gleichen Mikroorganismen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe halt mal mehr, mal weniger, je nachdem, ob ich das Stroh abgefahren habe, nicht abgefahren habe, ob ich Mist draufgefahren habe, keinen Mist draufgefahren habe, etc. etc. Also da gibt es so viele Faktoren, was da mit reinspielt. Ja, man kann in der Landwirtschaft halt nichts planen, es ist, wie es ist. Wir müssen damit leben, wie es jetzt ist, wie es jetzt kommt, und wir hoffen einfach auf Regen. Wir hoffen auf Regen, und ja, das ist das Einzige, was wir tun können. Ich fahre noch mal weiter, haben wir noch ein paar Äcker zum Anschauen. Bei der Tritikale schaue ich mal vorbei, da habe ich noch nicht Dünger gestreut. Da hatte ich auch einen Post bzw. ein Video auf YouTube, ich hatte ein Video auf Instagram, und ich würde sagen, da schauen wir jetzt einfach noch mal vorbei. Bis gleich. Jo, angekommen bei der Tritikale, und ja, auch hier habe ich ja neulich Dünger gestreut. Leider kann man auch hier sehen, der Dünger liegt noch auf dem Acker, löst sich nur allmählich auf durch die Morgenfeuchtigkeit, die da ist. Hier haben wir letztes Jahr auch gewalzt, und hier haben wir das allererste Mal auch entgegen der eigentlichen Bearbeitungsrichtung gearbeitet. Normalerweise tut man so ein Feld ja immer der Länge nach bearbeiten, das heißt, wir haben früher immer hoch runter gearbeitet. Letztes Jahr haben wir von links nach rechts gearbeitet. Sowohl bei der Bodenbearbeitung, also Gruppe, Pflug etc., als auch hier mit der Aussaat. Und der Bestand sieht sehr, sehr gut aus. Die Böden sehen hier sehr, sehr gut aus. Es schadet meistens nicht, bei der Bodenbearbeitung auch mal ein bisschen was zu experimentieren. Und ja, scheint Früchte zu tragen. Wie gesagt, hier sieht der Bestand sehr, sehr, sehr gut aus. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem, wie es hier steht. Jetzt sind noch keine Krankheiten zu erkennen. Also man sieht noch überhaupt gar nichts, dass irgendwelche Blätter irgendwie beschädigt werden und würden irgendwelche Verfärbungen aufzeigen. Denn diese Verfärbungen, die wären ein klares Anzeichen. Entweder für eine Mangelerscheinung, das heißt,
er bräuchte Dünger, ja, oder für eine Erkrankung, ja, in Form von Pilzen oder halt richtigen Pflanzenkrankheiten. Ja, da muss man natürlich schauen, muss man immer auch ein Auge drauf haben. Deshalb ist so eine Ackerkontrollfahrt ziemlich wichtig, dass man halt regelmäßig rumfährt und schaut, wie sieht es auf den Flächen aus. Sind meine Bestände irgendwie beschädigt, betroffen von irgendwas, muss ich reagieren mit einem Pflanzenschutzmittel oder eben mit Dünger oder ähnlichem, ne? Aber hier die Triticale sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ernten könnte ein bisschen schwieriger werden. Müssen wir wahrscheinlich auch quer ernten und nicht hoch runter, weil die Fahrgassen haben sich doch deutlich abgesetzt, also sind ziemlich tief. Und da will ich mit dem Mähdrescher definitiv nicht hoch runter drüber fahren. Also auch hier gilt dann querarbeiten. Ja, aber sehr, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Es kann nicht immer alles perfekt sein, aber wir hoffen auf jeden Fall das Beste. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch drauf. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Aktiviert auch die Glocke, dass ihr auf jeden Fall nichts verpasst. Und ja, ich würde sagen, ich bin raus für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bleibe weiter am Ball. Ich hoffe, ihr auch. Macht's gut, haut rein, ciao.